Also erstmal guten Tag von meiner Seite her. Ich finde es toll, dass es das jetzt gibt, dieses Pionierlabor. Und ich habe außer der Idee gestartet, mich ja nicht beteiligt, das vorzubereiten. Und ich habe den Eindruck, dass das sehr gut gelaufen ist. Ich möchte mich auch entschuldigen dafür, dass ich jetzt nicht die ganze Zeit anwesend bin. Es ist sonst nicht meine Art gewesen, aber ich bin eigentlich im Ruhestand. Und ich merke, ich meine es ernst mit dem Ruhestand. Ich bin heute Abend da, wir können auch gerne, wenn euch das interessiert, darüber ein bisschen reden. Ich merke, dass meine Kolleginnen und Kollegen weder das glauben, noch selbst in Ruhestand gehen können. Fritz Glasl habe ich letzte Woche bei einer meiner letzten Aktionen in Wittenherdecke angesprochen und gesagt, Fritz, wie viel machst du denn noch? Bist du jetzt auch im Ruhestand? Dann hat er gesagt, na, ja, ich mache jetzt nur noch 120%. ja, aber ich, als es in der Planung war, das Pionierlabor, da habe ich gesagt, ich würde gerne noch zu einem Thema, das mir ein Anliegen ist, ein programmatisches Referat halten. Also System lernen. Und ich weiß, dass es praktisch in Teilen immer wieder auch verwirklicht wird. Also es ist eigentlich keine geniale Idee, sondern es ist, wenn ich mir es überlege, das Normalste von der Welt. Aber wie ihr das ja auch wisst, wird das Normalste von der Welt oft einfach nicht gemacht. Und deswegen wollte ich das einfach nochmal programmatisch fassen, was damit gemeint sein könnte. Es hat was, was ihr irgendwie selbstverständlich kennt, und es hat auch was Utopisches. Und so wie ich die Läufte kenne, werde ich wahrscheinlich eine Verwirklichung, wie ich mir das vorstelle, vielleicht nicht mehr erleben. Deswegen lasst es mich sozusagen als Hinterlassenschaft euch noch einmal erzählen. Wenn ihr jetzt in den Projekten, die ihr hier vorgestellt und diskutiert habt, werdet ihr sicher Elemente davon entdecken, und das freut mich. Wir können auch gerne später noch darauf Bezug nehmen. Ich würde jetzt erstmal ein Referat halten, habe das ein paar PowerPoint-Folien zusammengefasst, und wir können dann gerne nachher noch ausführlicher darüber diskutieren. Da es aufgenommen wird, würde ich euch bitten, dann das entsprechende Mikrofon zu nehmen. Haben wir ein Handmikrofon, sodass unsere Diskussion auch auf Video ist. Bitte denkt dran, das wird später auf YouTube sein, kostenlos wie bei uns immer. Also haltet euer Gesicht nur in die Kamera, wenn ihr es dort auch bereit seid zu sehen. Ja, ich bin ja ein bisschen gebrannt. Ich hatte mal so ein Florenzen-Seminar, da war eine Dame, die war immer in der Kamera, um hinterher darauf zu bestehen, dass sie herausgeschnitten wird. Habe ich noch eine etwas posttraumatische Belastungsstörung. Oh, das habe ich jetzt gar nicht beabsichtigt, passt aber gut. Können wir es so machen? Ist das okay so? Habt ihr noch den Nerv für ein programmatisches Referat? Ich halte ja gern programmatische Referate, aber ich erinnere mich noch, dass der Nick Leitner eines Tages, da habe ich zur Strategie von Konzeptentwicklung ein Referat gehalten. Ich fand es toll irgendwie, aber der Nick Leitner meint, das war jetzt ein bisschen viel auf nüchternen Magen. Ja, das ist einer meiner Sprüche, an den wollte ich nochmal erinnern. Und Individuallernen ist natürlich am Ende entscheidend. Es sind immer Menschen, die lernen. Moment, andere Richtung. Nicht nur Menschen lernen. Das ist in Marokko. Kam ich des Wegs, sah ich zuerst diese Szene. Dachte, was passiert jetzt? Was passiert? Und ich habe es dann unserem ehemaligen Lehrtrainer Arnold Messner geschenkt, und es hängt jetzt als große Posters in einer Schule in der Schweiz. Es ist ganz klar, dass, was ich mit dem Stichwort Systemlernen bezeichne,
ein Lernen von Menschen im System ist und insofern immer Individuallernen. Das will ich jetzt auch in keiner Weise gegeneinander ausspielen. Und das, was wir alles wissen und welche guten Erfahrungen wir zum Individuallernen gemacht haben, das soll jetzt einfach nicht mein Thema sein. Es gibt von uns schon länger, 15 oder 20 Jahre, ich weiß gar nicht wie lange, dieses Schaubild oder zumindest die beiden Begriffe, dass es uns darum geht, dass wir die Personenqualifizierung systemintelligent machen. Das heißt, wir haben schon immer gesagt, ich komme ja aus einer Psychotherapie-Tradition. Da hat man ja Lernen als Selbsterfahrung und Selbstfinden völlig rollen- und kontextunspezifisch gemacht. Da wollte man den Menschen an sich erfahren, dass wenn der sich klärt, reinigt, weiterentwickelt, er schon in die entsprechenden Rollen und Kontexte hineinträgt, was es dabei zu lernen gibt. Daran glaube ich nicht mehr so sehr. Also systemintelligente Personenqualifizierung, und ihr kennt, viele von euch waren ja am ISB in den Curricula, es geht darum, eine persönliche Qualifizierung zu machen, die immer ein Verständnis für die Systeme, in denen man dann sich verhält, mitentwickelt und ausgerichtet auf Systeme auch die persönliche Qualifizierung betreibt, sodass man da aus dieser Selbstfindungsallgemeinheit ein Stück rauskommt. Und auf der anderen Seite, Systeme müssen qualifiziert werden, aber das kann natürlich nicht formal strukturell sein, sondern in der Theatermetapher gesprochen, es muss überlegt werden, wie mit dem Ensemble, das da ist, ein neues Stück gut aufgeführt werden kann. Und zu allen Zeiten wurden ja schon Stücke und Partituren für die vorhandenen Spieler und Sänger entwickelt. Und ich glaube, das fällt in unserem Feld ja oft noch sehr auseinander, diejenigen, die sich tolle neue Systeme ausdenken und diejenigen, die verstehen, wer wirklich da ist. Und wie man das zusammenkriegt, das ist, glaube ich, eine Beschreibung, die ihr alle kennt, dass wir damit durchringen und dass es auch institutionell zum Teil in verschiedene Beratungsunternehmen oder Zuständigkeiten innerhalb der Unternehmung fällt. Klar muss es zusammenspielen, das heißt, wir versuchen die Systeme so zu qualifizieren, dass es sensibel ist für die Menschen, die da drin sind, und gleichzeitig natürlich eine systemintelligente Personenqualifizierung dabei rauskommt. Jetzt ist es so, Kompetenz, das sind wir ja öfter mal geneigt, noch in Eigenschaftszuschreibung, ohne zu viel in Kontext zu denken, uns zu ergehen. Und deswegen haben wir diese Wieslocher Kompetenzformel entwickelt, die einen Kontextbezug und einen Sinnbezug in die Kompetenzdefinition reinbringt. Nämlich professionelle Kompetenz ist die Rollenkompetenz. Also in der Schauspielmetapher kann ich im Prinzip König, Diener, Held, Jungfrau, sonst was. Das lernt man auf der Schauspielschule. Aber wenn man im Prinzip König kann, sagen wir im Märchen Drosselbart, kann man noch lange nicht König in King Lear. Ja, das hat sehr viel mit der Kontextkompetenz zu tun. Verstehe ich das Stück, in dem das spielen soll? Verstehe ich den Kontext, in dem diese Rolle zum Leben gebracht werden soll und das Zusammenspiel? Und wenn ich das nicht verstehe, dann hat es keinen Sinn, wenn ich immer wieder zurück auf die Schauspielschule gehe und versuche, nochmal König zu lernen. Sondern das hat etwas damit zu tun, dass ich eigentlich das Zusammenspiel besser lernen muss. Und das Multiplikative, das wir in diese Formel, das ist natürlich nicht mathematisch, sondern metaphorisch gedacht, das meint, dass wenn die Rollenkompetenz ganz klein ist, wenn ich einfach die Rolle gar nicht kenne, dann nützt es nichts, wenn ich das System verstehe, dann ist das Produkt von beiden sehr gering und umgekehrt genauso. Und jetzt gerade am ISB haben wir das ja oft so, dass Menschen bei uns eigentlich jetzt neue Rollen lernen wollen, zum Beispiel Coach. Und man merkt relativ bald, deren Problem ist nicht der Rollenwechsel, sondern deren Problem ist, dass sie den Kontext nicht verstehen
und sich vielleicht auch für den gar nicht interessieren, da kommen wir bei der Passung dazu, sodass für so jemanden viel wichtiger ist zu verstehen, wo er spielt, als Feinheiten der Verhaltenskompetenz für eine bestimmte Rolle dazuzulernen. Es eignet sich also auch ein bisschen für die Frage, wo ist die Steigerung wünschenswert und sinnvoll? Und die Eigendiagnose stimmt da nicht immer mit der Fremddiagnose überein. Deswegen ist es durchaus ein Schema, mit dem man mal über Kompetenz nachdenken kann. Und der dritte Faktor in dieser Multiplikation ist die Passung. Also passt das zu mir so? Macht es meiner Seele Sinn? Und ich habe bei mir selbst festgestellt, dass tatsächlich, wenn meine Seele das Interesse an Rollen und an Kontexten verliert, bin ich auch nicht mehr kompetent, obwohl ich eigentlich im Prinzip jetzt gerade die Rollen und die Kontexte besonders gut könnte. Und das merke ich auch und deswegen möchte ich von den Bühnen abtreten, bevor man mir das freundlich nahe bringt, dass es Zeit wäre. Also das ist die Wieslacher Kompetenzformel für Individuen. Wir kommen später noch zu einer Kompetenzformel für Systeme. Ich habe schon, als ich über Coaching referiert habe, immer wieder gesagt, eigentlich ist ein Coach auch immer ein Spezialist für Lernen. Und eigentlich sollte er sie auch ein Spezialist für Kulturentwicklung sein, weil das, was mit Coaching normalerweise gemeint ist, meint einen bestimmten Stil, meint eine bestimmte Kultur, in der man miteinander umgeht. Und es ist oft viel wichtiger, diese Kultur und den Stil zu verstehen und etwas dafür zu tun, als ganz speziell jetzt Coach werden zu wollen, zumal, das wisst ihr ja, in den meisten Kontexten diese formelle Rolle Coach gar nicht gefragt ist, aber es sind gefragt die Kompetenzen, die damit gemeint sind und die Kultur, zu der man sich hinentwickeln möchte unter diesem Begriff. Ich habe gesagt, dass ich ja aus einer Lerntradition der Psychotherapie komme, wo man sich also sehr ins Private auch zurückbezogen hat, um zu verstehen, wer man ist und was man dazulernt, also sehr biografisch, sehr elementar. Ich glaube, natürlich kann man dort essentielle Erfahrungen machen, das bestreite ich gar nicht, aber wenn man für einen Kulturraum, sagen wir mal, für ein Unternehmen, für eine Abteilung lernen möchte, ist der Transfer dann doch sehr schwierig. Und ich glaube, die Individuen sind darin überlastet, wenn sie durch Selbstfindung eigentlich alles, das dazulernen soll, dass zusammen der Kulturraum, in dem sie sich bewegen, sich verbessert. Ich glaube, da braucht es noch ein koordiniertes Lernsystem. Also das um den Übertragung, also ich bin deswegen, natürlich ist es schön, wenn man Rafting macht oder irgendein anderes Outdoor-Event. Aber ich persönlich glaube nicht an die breite Übertragungswirkung, weil ich glaube, das kann mal sehr gut gehen, dass sie plötzlich einen Draht zueinander finden und vieles geht dann Hand in Hand, wird aus einem sich gebildeten Hintergrund gespeist. Aber ich glaube, es gibt auch sehr, sehr viele Beispiele, da war das ein tolles Event und dann kam man in die Logik der Aufführung im Unternehmen zurück und hat gemerkt, es funktioniert gar nicht. Manchmal ist da sogar ein richtiger Kader entstanden und man war doppelt enttäuscht, weil man gedacht hat, jetzt geht man anders miteinander um und hat die Kraft des Kulturraums unbeachtet gelassen. Deswegen meine ich, dass es, wenn es irgend geht, man eher auch in dem Kulturraum lernen sollte, für den man lernt. Und die Lernkultur, darum bemühen wir uns am Institut ja auch, die sollte möglichst prototypisch sein für Lernprozesse, die man auch übertragen kann im Unternehmen. Also kollegiales Lernen zum Beispiel, Settings, die man mit Leuten, die das auch nicht kennen, eigentlich ganz gut machen kann, weil sie einfach und vernünftig sind. Das kennt ihr auch von den Curricula bei uns.
Lernen heißt in der Regel Menschen in einen Austausch bringen, die sehr, sehr verschieden sind in ganz vielen Hinsichten. Deswegen finde ich wichtig, dass eine Didaktik das leistet, diese Begegnung herzustellen zwischen Jung und Alt, technisch Orientierten, psychologisch Orientierten, Zahlenorientierten und Renditeorientierten, mit solchen, die sagen, wir müssen auch in Kultur investieren und so weiter. Männer, Frauen. Deswegen sollte der Lernprozess selbst eben auch diese Vielfalt von vornherein in sich tragen. Das gilt ganz generell, dass wir meinen, wir sollten die Lernprozesse möglichst nahe in jeder Hinsicht zu den Arbeitsprozessen, für die gelernt wird, gestalten. Kurz Beispiele für die ESB-Lernkultur. Das eine ist, dass wir die Inhalte auch einfach wichtig sind, dass wir Konzepte haben zu Führung, zu Verantwortung, zu Macht und Autorisierung. Ich werde nachher ein Beispiel zu Führung vortragen, aber die meisten von euch kennen ja, dass wir eine ganz große Variationsbreite von Konzepten am ESB haben. Was auch wichtig ist in einer Lernkultur, ist ein vielschichtiges und rollenspezifisches Lernen. Mir fällt als Beispiel dazu ein, die Beratermarktübungen. Dass jemand sagt, ich habe ein Anliegen, dann können zwei, drei sich überlegen, welches Beratungsangebot sie demjenigen machen würden, dann kann der auswählen, dann kann die Beratung ausgeführt werden, die anderen müssen die Rollen wechseln, die geben dann Supervision, dann wird die Beratung durchgeführt, dann wird Feedback zur Beratung gegeben und dann geht man auf eine Metaebene und gibt sich Feedback zu diesem Findungsprozess auf dem Beratermarkt davor. Hat der Klient vielleicht eine Beraterin ausgewählt, die zwar, wie er das immer tut, nämlich der sehr freundlich ist, ihm aber auch nicht so großen Wert auf faktische Zusammenhänge legt, wie er selbst auch. Insofern eigentlich von daher nicht unbedingt die richtige Ergänzung für sich gewählt. Oder hat er eine zu krasse Ergänzung gewählt und das hat nicht geklappt. Umgekehrt kriegen auch die Anbieter solcher Beratungsleistungen ein Stück Bewusstsein dadurch, als was und wie sie sich eigentlich anbieten, was ganz wichtig ist für ähnliche Aushandelsprozesse, die wir im Unternehmen, nicht nur im Beratermarkt, haben. Viele Jahre haben wir uns einfach hineingewagt, bin jetzt bei dem Kontextkompetenzpunkt, in Lernereignisse und viele sind auch sehr gut gegangen und in manchen sind wir auch völlig untergegangen, weil das, was zu erreichen gewesen wäre in der kurzen Zeit und das, was eine Lerngruppe organisieren und leisten konnte, einfach sehr auseinandergeklafft hat. Sei es, dass derjenige, der ein Lernanliegen hat, selbst nicht auf dem Kompetenzstand war, dass er sehr vielschichtiges seinem Anliegen entsprechendes Feedback wirklich schon gleich verarbeiten konnte. Oder sei es, dass er selbst zwar gut drauf war, aber nicht gesehen hat, dass die Organisation, in der er etwas zu leisten versucht, auf einem Niveau ist, dass sie das nicht komplementär bedienen können. Ihr findet in dem Organisationsentwicklungsbuch diese Metapher, wie ich Springreiten gelernt habe. Also ich konnte es nicht und das Pferd konnte es nicht. Das war eine sehr schwierige Mischung. Und als ich dann auf ein Pferd zum ersten Mal gesprungen bin, dass es schon konnte, konnte ich schnell lernen. Und dann bin ich zurück auf das Pferd, das es nicht konnte. Dann habe ich gemerkt, das nützt nichts. Und ich glaube, auch jemand, der gut springen kann, das Pferd kann es nicht, kann keine besonders große Leistung erbringen. Und deswegen sind wir oft dazu übergegangen, bevor wir in die eigentliche Werkstattarbeit oder Lernarbeit hineingehen, dass wir zusammen versuchen abzuschätzen, ob wir eine Ausgangslage haben, in der wir Chancen haben, das, was an Lernzuwachs gewünscht wird, auch tatsächlich zu erreichen. Also, wir nehmen dann die Reifegrade zunehmend ernst. Ich finde, das ist ein Zugewinn bei uns geworden. Ich will jetzt da nicht so ausführlich mit diesen Sachen werden. Regiekompetenz für selbstgesteuertes Lernen, uns ist wichtig, und das ergibt sich aus dem Prozess selbst heraus, aber wir machen es auch programmatisch, dass jeder nachher die Designs kennt, die Rollenverteilung, die Abläufe und dass es Designs sind, die sie in ihr Unternehmen mit übernehmen kann und dort mit Arbeitskollegen auch durchführen kann. Also man lernt Regiequalitäten lernen. Und dann der letzte Punkt ist, dass
das Zusammenspiel von bewusst methodisch und unbewusst intuitiv auch mitgelernt wird. Das sind bei uns die Spiegelungsübungen, bei denen man einfach mal sagt, was in einem entsteht und das gemeinsam versucht zu verstehen, was für eine Wirklichkeit da in uns auftaucht. Ein Beispiel für. So, ich würde jetzt gerne ein Beispiel für Lernkulturentwicklung zu einem Thema anreißen, nämlich zum Thema Führung. Und da ist es, ich tue das deswegen, weil es auch wichtig ist, dass die Inhaltskonzepte systemisch sind und sich fortentwickeln. Unsere Definition führen heißt, jemand durch Kommunikation bewegen, sinnvoll bei Wirklichkeitsgestaltung mitzuwirken. Das ist ja allgemeine Definition. Aber was daraus sehr klar ergibt, wenn man dann ganz konkret in die Unternehmen reinguckt, es gibt nicht die richtige Führung. Es macht also keinen Sinn, wenn man sich jetzt ein Schema ausdenkt, wie gut geführt ist und die Leute dahin trainiert. Es gibt aber erfolgreiche Führung, nämlich die dazu führt, dass A durch Kommunikation B bewegt, in einem Wechselspiel sinnvoll bei einer Wirklichkeitsgestaltung mitzuwirken. Und von daher zeigt sich in der Führung die Kultur im Unternehmen. Ich glaube, es ist schwierig, eine Führungsbeziehung zu betrachten, ohne die Kultur, die Mitarbeiterkultur und die Führungspersonenkultur und das Zusammenspiel im Kontext nicht irgendwie mit einzubeziehen und sich zu fragen, und wie gehen die beiden damit um, wenn ich jetzt von zweien spreche. Und klar, wenn man heute Artikel liest, dass die Leute innerlich gekündigt haben oder sowas, das hat sehr, sehr oft damit zu tun, dass sie das an ihrer unmittelbaren Führungsfigur festmachen. Das heißt, Führung prägt auch Kultur, die Kulturerfahrung sehr vieler Menschen. Deswegen kann man auch dieses Thema eigentlich nicht separat rauslösen aus einem Kulturzusammenhang. Konsequent, wenn man systemisch weiterdenkt, heißt das, die kleinste Einheit ist die Führungsbeziehung. Und ich stelle mir das so vor, dass Führungstraining künftig so stattfinden wird, dass Führung, Geführender und Geführter zusammenkommen, um zu lernen. Dass wir ein Lernkulturereignis machen, mit dem sie untereinander darüber sprechen, wie das bei ihnen bisher stattfindet, wie sie sich vorstellen, dass es stattfinden können und wie sie das weiterentwickeln können. Und da können wirklich in dieser Beziehung sehr spezielle Varianten rauskommen, die man durch ein allgemeines Schulungsprogramm gar nicht erreichen kann. Also eigentlich eine Verbesserung der vorhandenen Führungsbeziehungen. Würde ich heute sofort einführen, kann man noch nicht so schnell vermarkten, weil die Menschen so nicht denken. Die legen sogar ja Wert darauf, dass sie in ihrer Ebene unter sich sind, um zu lernen. Also, aber das macht natürlich dann nicht sehr viel Sinn, weil sie da gar nicht genügend Informationen über die Zusammenspiele in der Führungsbeziehung kriegen, weil es die andere Seite ja auch braucht. Es ist ganz klar, beide brauchen Kompetenz. Ja? Es reicht nicht, wenn einer Kompetenz hat. Und die muss zusammenspielen. Es ist aber auch klar in Unternehmen, dass es ja nicht nur die Zweierbeziehung gibt, sondern dass es oft ein ganzes Führungssystem ist, also ein Netz von Führungsbeziehungen. Und die Hierarchie ist nur eine spezielle Führungskette. Aber natürlich ist es ganz wichtig, dass man hierarchieübergreifend dann zum Beispiel mal darüber redet, was hat sich eigentlich jemand vorgestellt, als er Führung und Neuorientierung angefragt hat nach oben, was hat er verstanden, was hat er dann gemacht, was hat er sich vorgestellt, wie das wirkt auf den Nächsten und hat er sich Gedanken gemacht, wie das über den Nächsten auf den Übernächsten und dann eigentlich bis ans Ende der Leistungskette führt, wie das dort ankommt und ob das dann eigentlich wieder zurückläuft. Also der Durchlauf in den Führungsketten müsste vernünftigerweise im Lernsetting repräsentiert sein. Ich weiß auch, ich habe das mal in großen internationalen Unternehmen in aller Naivität probiert, die haben sich auch darauf eingelassen und wir hatten 4 Ebenen international. Es war ein Desaster. Die haben
es hat sich gezeigt, dass die überhaupt nicht in den gleichen Sphären leben. Die haben auch keine Sprache gehabt, sich untereinander überhaupt zu verständigen. Also lag daran, dass ich das zum ersten Mal probiert habe. Es war aber gnadenlos naiv. Also man muss sowas sehr sorgfältig vorbereiten und einführen. Mothers, tell your children not to do what I have done. Ja, und dann, außer den hierarchischen Führungsbeziehungen, und da komme ich gleich noch, ich glaube, ich habe das im nächsten Chart noch, gibt es ja viele andere Führungsbeziehungen, also Macht und Autorisierung, also fachliche Führung, das Schöpfermacht, dass jemand merkt, das ist jemand, der kriegt solche Inszenierungen auf die Reihe, dem fehlt alles ein, was er dazu braucht, der hat nicht unbedingt die hierarchische Stellung. Aber es ist jemand, an dem wir uns orientieren. Und wir haben jetzt gerade auf diesem Kongress in Wittenherdecke ein Beispiel gehabt, da hat der Hierarch sich gegen die Führungsversuche einer sehr qualifizierten Mitarbeiterin total gewehrt, weil er das nur als Infragestellung seiner Hierarchieposition hat verstehen können. Und die Mitarbeiterin hatte auch kein Unterscheidungsvermögen, dass sie gar nicht die Führungsposition hierarchische möchte, aber dass sie natürlich neue Inszenierungen anleiten möchte und dass sie dafür Einfluss braucht. Und wenn es möglich ist, dass sie verstehen, dass das verschiedene Führungsdimensionen sind, die sich gar nicht gegeneinander stören müssen, dann kann sein, dass da durchaus ein komplementäres Zusammenwirken möglich ist. Ja, und wenn man sich eine größere Organisation ausdenkt, sieht man auch, dass das Ganze ein recht komplexes Netzwerk ist. Das heißt, wenn man jetzt über Führungsentwicklung nachdenkt, muss man sehr spezifisch auswählen, wen meint man, welche Arten von Führung müssen da zusammenspielen, dass zusammen bessere Wirklichkeit erzeugt wird. Und das kann man nur vor Ort und kontextbezogen. Das kann man nicht schematisch machen. Ich bin dann, habe viele dieser Erkenntnisse, die ihr habt, die wir auch hatten in der Zeit, haben wir jetzt nochmal zusammengeschrieben unter einem neuen Begriff, nämlich Systemlernen. Ich wurde schon gefragt, warum das nicht jetzt eine Neuauflage der lernenden Organisation ist, wegen mir auch, aber ich habe das Gefühl, das ist ein Begriff, der ist schon wieder verbrannt. Man muss deswegen, glaube ich, mit dem neuen Begriff haben wir eine bisschen bessere Chance. Und das sind jetzt 7 Dimensionen, die zu beachten sind, wenn wir uns um Systemlernen kümmern wollen. Also das erste ist klar, die Menschen sollen in Rollen lernen. Dieser Kongress in Wittenherdecke, da gibt es ein Video dazu, wenn euch das interessiert, von dem ich erzähle, war das Thema, wie viel Mensch und Organisation. Das Problem ist immer die Frage, wie viel Belange des Menschen kann man einbeziehen in Organisationszusammenhängen, aber auch wie viel Organisation muss jemand kennen und einbeziehen können, wenn er seine eigene Orientierung als Mensch in der Organisation findet. Bei uns ist das Bindeglied die Organisationsrolle. Und in der Organisationsrolle muss ich lernen, meine menschlichen Anliegen und meine Hintergründe so zu versammeln, dass ich sie einerseits funktional für das Unternehmen leben kann und andererseits meine unverwechselbare Eigenart darin zum Ausdruck kommt. Und sehr oft suchen wir einerseits zu funktionieren und auf der anderen Seite uns als Mensch zu verwirklichen. Aber es ist eigentlich klar, dass es zusammengehen muss und manchmal klappt es ja, es ist ein Glück. Damit es funktioniert in einer Lernkultur, die so vielschichtig die menschlichen Belange mit einbezieht, Intuition, Hintergründe, dann, wenn wir sie brauchen, brauchen wir eine Begrenzung und die Begrenzung geht durch die Rolle. Jetzt im Moment bist du da, um als Führungskraft zu lernen. Nicht als jemand, der ein nettes soziales Klima, wenn man beim Kaffee zusammensitzt, herstellen kann. Und da kriegst du auch von den anderen spezifisches Feedback, was du in der Rolle, wie du damit, welche Wirkung du hast und welche Wünsche an dich gerichtet werden. Und an die Mitarbeiter natürlich genauso und an die vielen anderen Rollen, die man sich ausdenken kann. Auch da gibt es ja keine festen Schemata, sondern Rollen müssen dann auch immer wieder neu definiert werden. Es gibt ein Pamphlet von mir, ist auch schon ein paar Jahre alt, in dem heißt Lernen, glaube ich, kreatives Lernen und Arbeiten muss zusammengehen oder so ähnlich.
Also die Idee, wenn ich mir angucke, in komplexen Arbeitszusammenhänge ist eigentlich jeder Kooperations- und jeder Projektentwicklungsprozess ein intensiver Lernprozess. Wäre mir gar nicht einleuchtend, warum das Know-how und die Didaktik und die Steuerungskompetenz, die wir für Lernen haben, nicht die gleiche sein soll, die wir für die Organisation von gemeinschaftlicher Arbeit haben sollten. Also insofern finde ich, dass das beides im Verbund geschehen muss. Und die Idee, Lernen sollte so organisiert werden, dass es alltagstauglich ist. Also dass die ganzen Reflexe, die man dabei lernt, dass die so nah sind an dem, was im Alltag an Situationen anzutreffen ist, dass man die Chance hat, die dort sehr viel besser umzusetzen. Und dass man im Alltag, wenn man merkt, es reiben sich Dinge immer wieder neu, dass man dann sagt, okay, lass uns doch mal zu dem Punkt, ohne dass wir an der Stelle jetzt das Problem lösen wollen, eine gemeinsame Lernsession zu machen, dass wir überhaupt verstehen, womit wir es zu tun haben und warum wir da nicht so vorankommen, wie wir uns das wünschen. Das wäre so eine Haltung. Fände ich toll, wenn es eines Tages selbstverständlich würde, dass das jemand aufrufen kann, und wenn mehrheitlich man der Meinung ist, das stimmt, an der Stelle hat es keinen Sinn, dass wir jetzt weiterspielen. Wir verstehen einige Dinge nicht im Zusammenspiel. Lass uns die an einigen Beispielen mal gemeinsam studieren, dass wir überhaupt verstehen, woran wir hängen. Der vierte Punkt, als Team lernen. Als Team lernen, Team ist bei uns definiert Verantwortungsgemeinschaft. Also die zusammen Verantwortung tragen, die sind das Team. Das heißt aber, man kann nicht für eine Teammaßnahme nicht definieren, wer da dabei sein soll, ohne gleichzeitig zu definieren, was Gegenstand des Lernprozesses sein soll. Ja, das wird im Zusammenspiel stattfinden. Und dazu haben wir, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das mit aufgenommen habe, ein Teamsteuerungsdreieck. Ah doch, das kommt nachher noch. Also wie das mit dem Team aussehen kann, das will ich nachher mit 2, 3 Charts noch vertiefen. Also es wäre toll, wenn die zusammen lernen, die auch danach zusammenarbeiten. Der Einzelne ist völlig überfrachtet, wenn der irgendwo hingehen lernt ein neues Lied, ist total begeistert, kann auch den Rhythmus jetzt, kriegt auch die Melodie auf die Reihe, auch das Wechselspiel mit den anderen der Lerngruppe, kommt dann zurück in seinen alten Chor und die haben alle diese Schulung nicht mitgemacht. Und das zerrinnt demjenigen einfach zwischen den Fingern. Also auch da überlassen wir uns völlig. Deswegen ist es sehr wichtig, dass diejenigen, die nachher zusammen gemeinsam eine Änderung in der Kulturentwicklung hinkriegen sollten, dass die auch das zusammen lernen, sodass sie eine Chance haben am Arbeitsplatz. Da kommen genügend andere Kontext- und Rollenkomponenten und so noch dazu, dass sie das erhalten können, was sie im Seminar zusammen gelernt haben. Aber wenigstens haben sie das komplementär gelernt und können versuchen, dieses Zusammenspiel gemeinsam aufrechtzuerhalten. Ich glaube, dass wir total unterschätzen die Gewohnheiten, in die wir zurückfallen. Jeder für sich weiß, wie schwierig es ist, Gewohnheiten zu ändern, wenn man abnehmen will zum Beispiel, wie lange das braucht, bis man das stabilisiert, bis eine neue Gewohnheit entsteht. Und von daher unterschätzen wir total, wie groß der Sog des Alltags im Unternehmen und der Gewohnheiten ist. Schon bei jedem Einzelnen, aber erst recht im Zusammenspiel. Und da kann jemand noch so glühend für eine Veränderung, die er jetzt ganz toll findet, da reinkommen. Wenn die anderen nicht komplementär mit den Bällen mitspielen, ist die Chance, auch wenn er Regiekompetenz für Lernprozesse im Prinzip gelernt hat, ist die Chance, dass er das dort gleich übertragen kann. Besonders, wenn er die Rolle dazu nicht hat, nicht besonders groß. Also da ist man einfach noch naiv und ich finde, die Einzelnen sind überlastet und es gibt einfach sehr viel ungute Gefühle von Menschen, die sich insuffizient fühlen, weil sie das nicht rüberbringen in die anderen Kulturen, was sie gelernt haben. Ich darf an der Stelle den Klaus Jäger, einen
Ex-Lehrtrainer bei uns, der Personalchef ist, beim international agierenden Mittelständler zitieren. Der hat mir mal gesagt, das ist ganz furchtbar. Weißt du, ich weiß ganz genau, was ich im Unternehmen alles anders machen will. Und ich gehe montagmorgens frisch ausgeruht und alles mir nochmal gut überlegt dahin. Und vom Betreten des Eingangstors bis in mein Büro gerate ich an eine Trance und es zerrinnt mir regelrecht unter den Fingern. Und sobald die anderen mit ganz anderen Interaktionsfiguren auf mich zukommen, kriege ich das nicht mehr auf die Reihe. Es geht mir verloren. Daraus kann man doch eigentlich nur die Konsequenz ziehen, dass die, die nachher auch zusammenspielen, auch zusammen trainieren müssen. Wenn wir Zeit genug haben, werde ich nachher eine Fußballmetapher noch einführen. Da empfiehlt sich das ja auch. Ja, und das andere ist, lernen so, dass es multiplizierbar ist im Unternehmen. Weil natürlich kann in größeren Unternehmen kann da nicht jeder separat geschult werden. Ja. Sondern, also unsere Form des kollegialen Lernens zum Beispiel, da gibt es sehr einfache Formen, die man eigentlich, jeder, der es verstanden hat und bei uns das ein paar Mal mit angeleitet hat, eigentlich in seinem eigenen Umfeld auch multiplizieren kann. Und wir sollten Lernformen entwickeln, die auf diese Weise auch multiplizierbar sind. Und so toll und exotisch sie sind, mir fällt ja immer der Matthias Wager von Kibet und die Insa Sparra an, die ich jetzt auch nochmal treffen durfte auf dieser Tagung. Die machen tolle Arbeit, aber die machen fürs kleinste Problem, brauchen die 14 Leute für eine Aufstellung. Das ist nicht multiplizierbar in einem Unternehmen. Das ist kulturfremd, das ist aufwandsmäßig und man kann niemanden trainieren, das qualitativ hochwertig zu machen. Also das geht einfach nicht. Und deswegen denke ich, auch da sollten wir ökonomisch denken und die Multiplikationsmöglichkeit von vornherein mit einplanen und von daher auf manches Faszinierende dann auch verzichten. Lieber einfach und ausrollbar. Ja, und von daher ist ganz klar, dass Lernen in eine Leistungskultur eingebettet werden muss. Dass wir diese Unterscheidung für die, die das Geschäft machen wollen und die, die sagen, wir brauchen aber Kultur und müssen was lernen, dass die nicht auseinanderfallen. Fällt mir eine Metapher ein, vor vielen Jahren habe ich das Hauptamt beraten in Leipzig, als gerade die Mauer aufgegangen war. Und da war einer, der fand, dass wir da jetzt dialogisch geübt haben, wie das Zusammenspiel funktionieren soll, der fand das exotisch und unnötig. Da sagt er, bei uns regnet es rein, was sollen wir da jetzt üben, wie man sich Dachplatten zuwirft? Da ich sagte, ja, wir müssen es so üben, dass wir zusammen das Dach schneller decken können. Es ist klar, dass wir nicht irgendwas üben und da regnet es rein, sondern wir versuchen, eine möglichst ökonomisch gute Strategie zu entwickeln, dass wir so viel investieren in Lernen, dass die Leistung in einem vernünftigen Maß auch erbracht werden kann. Da gibt es nachher noch ein kleines Schema dazu, das viele von euch auch schon können. Wichtig ist mir, da gibt es einen ganzen, also in dem blauen Buch Systemische Organisationsentwicklung ist dazu viel drin, die Integration in die personalende Organisationsentwicklung. Also ich stelle mir das so vor, dass wir mal eine Personalabteilung haben, die nicht nur Learning Officers heißen, wie es jetzt heute ja langsam üblich wird, sondern die das wirklich ganz ernst nehmen und sie sich dran machen zu überlegen, wer in unserem Unternehmen braucht eigentlich welche Grundkompetenzen. Und die muss einfach jeder haben. Er muss bestimmte Inhaltskonzepte kennen, er muss bestimmte Arbeits- und Lernsettings kennen, er muss bestimmte Verständnisse, wie ein Projekt abzuwickeln ist, haben und er muss bestimmte Verständnisse, wie ein Organisationsentwicklungsprozess aufgebaut werden kann, beziehungsweise wenn es dort klemmt, mit welchen Maßnahmen man da dran gehen kann. Und das ist aber wichtig, dass alle ein zueinander passendes Verständnis haben. Deswegen gibt es ja so viele Unternehmen, die ihre Fachleute bei uns qualifizieren, weil wenn die nachher zusammen im Unternehmen treffen, dann sprechen die gleiche Sprache. Und wenn man da jeden sich bilden lassen will, wie er mag, was ja so ein freiheitliches Ideal bei uns war, dann kommen die Leute mit einem babylonischen Kauderwelsch zurück und sind völlig absorbiert, ihre Vorstellungen von dem, was sie gelernt haben und wie man das zusammenbringen müsste, unter einen Hut zu bringen. Und das kann sich kein Unternehmen leisten. Also ich denke, da brauchen wir wirklich PE-Fachfrauen und Männer, die da
Und ich glaube, es gibt auch Beispiele schon dafür, die das ganz systematisch betreiben und die dann auch durchsetzen, dass alle das lernen. Und wenn jemand was merkt, der beherrscht das nicht, dass sie überlegen, wie er Nachhilfe kriegt, dann kriegt er vielleicht ein Coaching. Aber er kriegt nicht irgendein Coaching nach dem Motto, was beschäftigt sie so und lass uns mal drüber reden, sondern es ist, nein, Anlass für dieses Coaching ist, dass sie in dieser Projektgruppe an den und den Punkten immer wieder anecken oder von ihnen eigentlich in ihnen Kompetenzen gesehen werden und Leistung erwartet wird, die sie nicht bringen. Das ist, und wir haben jetzt 5 Coaching-Sitzungen bekommen, um sich damit beschäftigen zu können, in ihrer ganz persönlichen Weise. Das heißt, es wird sich auch unser Verständnis von einem Teil des Coaching-Marktes verändern. Dazu muss aber natürlich, müssen sich auch die Organisiertheiten der Instanzen für Coaching verändern. Das heißt, derjenige, der das Coaching macht, muss eine Vorstellung davon haben, um welche Lernprozesse es geht und in welcher Kulturentwicklung das Unternehmen ist. Und das heißt, wir brauchen auf der Dienstleisterseite Unternehmen, die einerseits solche flächendeckenden Programme betreuen und welche, die Einzelcoaching liefern, sozusagen als Nachhilfe. Die müssen aber wissen, was läuft, weil sonst coachen die irgendwas, was auch sinnvoll sein kann. Aber das Coaching ist dann keine Hilfestellung, um einen Standard von abrufbaren Kompetenzen im Unternehmen herzustellen. Und ich glaube, das sollte man tun. Und das wisst ihr alle, es werden ja Milliarden auf diesem Markt ausgegeben. Ich fände, man kann das wirklich besser einsetzen, das viele Geld. Und das Gleiche gilt dann für mich auch die Integration in die Organisationsentwicklung. Also wenn ein Organisationsentwicklungsprozess irgendwo ans Stocken kommt, dann sollten die, die die OE betreiben, sagen, offenbar personensensible Systemqualifizierung, offenbar haben die Menschen, die das zusammen spielen sollen, ein Problem damit, das zusammen zu spielen. Lass uns doch mal für einen Moment den Fortschritt in der Organisationsentwicklung aussetzen und an einem Beispiel, an dem viele beteiligt sind, mal nur zusammen lernen, wie machen wir es eigentlich. Und dann machen wir Innengruppe, Außengruppe, also ganz viele Lerndesigns, die ihr kennt, um zwischenrein immer noch OE-orientiert, aber im Vordergrund ist jetzt das Lernen. Und die zweite Priorität ist, dass dabei schon was rauskommt für den aktuellen Fortschritt der Organisationsentwicklung. Und dass diejenigen, die den OE-Prozess verantworten, ein solches Verständnis haben und auch im Unternehmen auch Leute da sind, die das dann auch organisieren. Und alle mit der Zeit lernen, jetzt ist Lernen im Vordergrund und nicht Leistung. Oder jetzt haben wir den Lernprozess, haben das Gefühl, das geht einigermaßen. Jetzt ist Leistung im Vordergrund. Lass uns sehen, dass wir so gut wie möglich damit zurechtkommen und dass wir auch nicht im Lernen versinken und gucken, ob wir was hinkriegen. Aber wenn wir merken, es klemmt immer wieder, gehen wir wieder zurück und machen eine Session zwischenrein, bei der Lernen im Vordergrund steht. Das heißt, das muss zusammen organisiert werden. Es sind unterschiedliche Fachfrauen und Männer im Unternehmen, die das machen können, die müssen auch organisatorisch einflussmäßig zusammenspielen können. Das heißt, es erfordert einen hohen Reifegrad der Abgestimmtheit im Unternehmen, um so anspruchsvolle Systeme des gemeinsamen Lernens, Arbeitens und Entwickelns auch zu steuern. Wenn es gut geht, kommt Systemkompetenz, Wieslocher Kompetenzformel 2 raus. Die Kompetenz des Systems besteht aus den koordinierten Einzelkompetenzen, also erstmal das ganz viele Player, und das kann man dann je nach Fragestellung spezifizieren, dass die einfach ihr Ding drauf haben. Also die haben in der Schauspielschule all diese Rollen gelernt. Aber die Einzelkompetenzen sind koordiniert. Das heißt, wir haben eine Vorstellung davon, was die einigermaßen brauchen und wer bei welchem Engagement auch welche Tiefe
braucht, je nach Verantwortungsorganisation. Wie müssen da die Einzelkompetenzen sein? Und da gibt es wahrscheinlich irgendwelche Abstufungen, die man auch im Unternehmen definieren muss. Gürtel oder so, vom rosa bis zum schwarzen Gürtel. Und es muss einigermaßen klar sein, was jemand können muss und welche Rollen er in einem solchen Lernspiel spielen können muss, wenn er diesen Gürtel hat. Und es dürfen nicht die Gürtel von irgendwelchen Verbänden wie Psychologenverbände oder sonst was sein, weil die nach ganz anderer Logik aufgebaut sind. Also die koordinierten Einzelkompetenzen mal die gemeinschaftliche Lernkultur. Das ist das, was ich gerade geschildert habe, was ich mir vorgestellt habe, was toll wäre, wenn alle, die in OE-Projekten als Keyplayer unterwegs sind, dass die auch zusammen eine Lernkultur erfahren haben, mit der man, wenn es klemmt, Leistung mal im Hintergrund steht und an einem Beispiel jetzt in einen gemeinsamen Lernprozess geht, wie das läuft in seiner Logik und dass man sich darüber nicht streiten muss, was und wie viel man lernen muss, sondern dass es da eine geteilte Kultur gibt, die als selbstverständlich gilt und die natürlich auch von den Machtträgern und den Leistungsträgern in der Organisation unterstützt werden muss, weil sie glauben, dass man das braucht, um die Leistung und die Entwicklung zu erbringen. Ja, und das ist klar, das ist ja jetzt die Parallele zur ersten Formel, das Ganze muss natürlich zum Business passen, zur Art der Organisation. Es darf auch nicht von draußen irgendwie draufgesetzt werden. Wir haben ja vor vielen Jahren mal einen Vorläufer dieser Veranstaltung gemacht. Da hatten wir zwei Unternehmensanbieter, das war Hereus und Freudenberg. Und dann haben wir über Lernen durch Coaching oder sowas geredet. Und da ist mir wirklich aufgegangen, mein Gott, das ist ja aber völlig verschieden. Ne? Also bei Freudenberg in einer Fabrik, die 7 Cent Dichtungsringe produzieren und die Leute relativ hohe Fluktuation ist, kannst du die Definition, was du von wem an Lernprozess und an Invest in Lernen erwarten kannst, ist einfach ganz anders als zum Beispiel bei Hereus, die Mitarbeiter haben, die da viele, viele Jahre dabei sind, die mit ganz hochwertigen Materialien umgehen, in die sich auch in diese Individualkompetenz wie auch das Zusammenspiel sich natürlich auch eine ganz andere Investition lohnt, auch unter dem Renditegesichtspunkt. Also man muss gucken, passt es auch wirklich in die Landschaft und sich jetzt nicht eine schöne neue Lernwelt ausdenken, die dort auch nicht akzeptabel ist. Ich werde gerne dann so erlebt als jemand, der dann idealistische Anforderungen aufeinander häuft und immer so die im Wald mit ihrer stumpfen Säge unterwegs sind, sagen, wir haben keine Zeit, die Säge zu schärfen, wir müssen sägen. Und da habe ich mir mal dieses Schaubild ausgedacht und das hat eine relativ gute Überzeugungswirkung. Weil jeder kennt die Erfahrung, dass wenn man das obere Bild, wenn man einfach mal ergebnisorientiert loslegt in der Annahme, wir können das schon und irgendwie sind wir beieinander, weil wir im Vorfeld gedacht haben, wir haben uns geeinigt, merkt man, je länger das geht, desto mehr sieht man, dass die Dinge nicht zusammenpassen und dass man das auch oft gar nicht gemerkt hat. Und je länger der Prozess geht, desto mehr hat man eigentlich, obwohl man direkt aufs Ergebnis zu wollte, mit Kulturproblemen zu tun, sodass nach einer Zeit X die Kulturprobleme immer größer werden und die Ergebnisorientierung immer kleiner. Und deswegen habe ich gesagt, wer schnell zur Sache will, soll mit Kultur anfangen. Also erstmal sicherstellen, würde man bei jeder Bergwanderung in Himalaya tun. Würde erstmal sicherstellen, ob alle gut trainiert sind, ob die Ausrüstung beieinander ist, ob das Timing stimmt, wie es mit dem Wetter aussieht und, und. Also ganz viele Maßnahmen, die mit dem direkten auf dem Bergsteigen erstmal noch gar nichts zu tun haben. Bodenpflege sage ich auch manchmal dazu. Das wisst ihr ja, wenn ihr gärtnert, die größte Arbeit ist ja nicht am Schluss den Ballen mit der Pflanze da reinzusetzen. Die größte Arbeit ist die ganze Vorbereitungsarbeit. Ich gebe zu, wir sind auch manchmal zu faul. Wir gehen dann irgendwo im Garten und graben einfach irgendwo mal ein Loch aus und setzen da was rein.
ist nach 3 Wochen von Unkraut überwuchert. Wir haben einfach zu wenig Bodenpflege gemacht. Und ich glaube, in vielen Arbeitsvorhaben, Unternehmen ist das auch so. Ich möchte jetzt noch mal kurz am Beispiel Team und Teamentwicklung. Das ist ja auch so eine Handelsware. Also ich weiß nicht, wie das heute ist, aber ich würde ganz viel immer, wir haben da ein Problem und da sind mehrere dran beteiligt, deswegen wollen wir eine Teamentwicklung. Und Teams sind irgendwie alle, die auf dem Stockwerk sitzen. Die sollen alle mal Beteiligte sein, wir wollen Beteiligte zu Verantwortlichen machen und besser, wir haben ganz viele dabei, dann kriegen die das alles schon mal mit und lernen auch. Daran glaube ich nicht, weil ich habe so viele Workshops erlebt, bei denen Leute saßen, die für das, was wir verhandeln wollten, eigentlich gar nicht zuständig waren. Die sind halt nur auch mitgekommen, aber jeder Mensch, der da ist, will auch Aufmerksamkeit. Und wenn er die nicht genügend kriegt, dann fällt ihm schon was, eine Gruppendynamik mitzuerzeugen, die Aufmerksamkeit bringt. Und dann wundert man sich nachher, dass man jede Menge Gruppendynamikprobleme hat. Wir gehen da ganz anders ran. Wir sagen, lass uns erstmal irgendwie definieren, was wir eigentlich machen wollen und holen nur 3, 4 erste Key Player da rein, die sich zusammen einigen sollen, was man eigentlich vorhat und die sich untereinander einspielen, dass sie die Regie über das wachsende Ensemble langsam übernehmen und holt nur Leute zu, wenn ihr wisst, wofür ihr die bei dem nächsten Step im Lernprozess auch wirklich braucht. Also kristallisierendes Prinzip. Und macht den Leuten von vornherein klar, warum sie dazu geholt werden. Sodass die, wir machen heute noch so Eingangsrunden, was bewegt euch heute irgendwie? Und wenn dann aktivieren die Leute Erlebnissphären in sich, die man nachher gar nicht brauchen kann. Die sind ja nur im Weg. Deswegen ist es wichtig, denn ihr seid heute eingeladen, weil das unser Thema ist. Ihr seid in der und der Rolle eingeladen. Wir brauchen das Zusammenspiel von dir mit deinem Know-how und deiner Rolle für die und die Fragestellung. Da müssen wir was klären, weil wir das nicht verstehen, wie das läuft. Also wirklich wie ein guter Regisseur, der holt auch nicht erstmal alle Schauspieler auf die Bühne und überlegt dann, was er üben möchte, sondern er überlegt sich, welche Szene, welche Art von Ausdrucksebene wollen wir heute einüben und holt dann auch nur die zu, die zusammen ein Zusammenspiel üben müssen und das kann sich dann ausweiten. Und damit, ich versuche jetzt beim Team Coaching, daher ist das Dreieck noch, dass ich das im Zusammenhang denken muss, haben wir dieses Team-Coaching-Dreieck. Also erst, Team ist eine Verantwortungsgemeinschaft, nochmal die Definition. Also welche Fragen sind offen, zu denen Antworten gefunden werden müssen? Sehr vereinfacht gesprochen. Und die sind dann jetzt, wen brauchen wir auf jeden Fall als wichtigste Beitragende, um zu den Fragen Antworten zu finden? Und dadurch definiert sich das erste Team zu dieser Fragestellung. Wenn ich mit diesem ersten Team zusammenarbeite und merke, das ist aber gar nicht die wichtigste Fragestellung, wir brauchen eine ganz andere Fragestellung, die Probleme liegen im technischen Bereich, die Probleme liegen im Finanzierungsbereich, dann muss ich sagen, Leute, dann brauchen wir dieses Team jetzt auch gar nicht weiterführen. Dann lass uns überlegen, wenn die Fragestellung eine andere ist, wer ist dann das Team? Und Führungskräfte gehören selbstverständlich zum Team, weil die nach der Definition Mitverantwortliche sind. In einer speziellen Rolle, nämlich die als Führungskraft. Wenn in den Rollen eingeladen wird, ist das kein Sonderfall. Ich weiß nicht, ob das heute noch üblich ist, aber wir hatten das damals so humanistisch geschwängert, wie wir waren, dass die Chefs dann gesagt haben, ich bin jetzt hier nur ganz Mensch, einer unter euch. Das führte dazu, dass derjenige dann abgetaucht ist in seiner Führungsverantwortung und der Berater nach und nach die Führung übernommen hat. Gibt es wahrscheinlich nicht mehr, oder? Okay. Ja, und je nachdem, zu welcher Klärung dann kommt, kann man dann überlegen, und welches Vorgehen kann man aktivieren. Und oft haben Berater wie auch Mitwirkende in Unternehmen, die haben einfach ihre Gewohnheiten.
die machen immer dasselbe Vorgehen. Ich arbeite gern mit inneren Bildern, mit geleiteten Fantasien, mit Aufstellung, mit irgendwas. Ganz unabhängig davon, ob das eigentlich ein geeigneter Ansatz ist, um zu diesem Thema mit diesen Menschen auf eine fruchtbare, aber auch ökonomische Weise Lernziele zu erreichen. Also Lernen und Ökonomie als die Logik, Ressourcen zu kombinieren, läuft für mich nicht auseinander. Ich bin da immer Ökonom gewesen. Dann wurde mir oft als Argument entgegengehalten, die Organisation ist viel zu groß, die vielen Menschen, die einbezogen werden müssen, die passt, mit denen kann man keine Teamentwicklung machen. Da bin ich meist anderer Meinung und dann entstehen diese Großveranstaltungen. Nichts gegen Großveranstaltungen, mag auch für bestimmte Aufgabenstellung sehr, sehr sinnvoll sein. Aber, jetzt wieder rückbezogen auf das Kristallisationsprinzip, ich fände es sehr viel besser, wenn man sagt, okay, wir haben, sagen wir mal, verschiedene Koordinationsprobleme, das war damals ein Beispiel in einer Bank, und die können ihr Thema untereinander nicht klären wegen dem, und der sagt, ich kann nicht anders, weil der sagt mir das. Und da muss man also überlegen, wen braucht man sowohl auf der Kooperationsebene als auch in den Führungsdimensionen eigentlich dazu, um dieses Problem kontextgerecht auch ansprechen zu können. Und dann muss man aber von den verschiedenen Ebenen nicht alle nehmen, sondern jeweils nur die und es auch klar machen, wir wollen ein Lernexperiment machen. Das ist auch wichtig, dass man dann die Aktion, die man vorhat, auch nicht so glorifiziert. Und auch nicht so groß macht. Sonst ist es den Leuten zu viel oder wenn es mit Nimbus umgeben wird, fragen sie alle, und warum bin ich nicht dabei? Und auf diese Weise kann man sehr klar sagen, wir haben ein ganz bestimmtes Problem, eine Fragestellung, mit der wir uns beschäftigen wollen und da brauchen wir die verschiedenen Führungsebenen und wir brauchen aus jeder Abteilung für die Frage zum Beispiel, wie kann man sicherstellen, dass die standardisierte Software im Unternehmen verwendet wird. Ja, da brauchen wir, reicht es, aus jeder Ebene jemanden zu nehmen, der sie verwendet und jemanden, der sie nicht verwendet, weil wir gar nicht verstehen, worin das Problem liegt. Ist das ein Anschauungsproblem, ist das ein Führungsproblem? Und die Führungskräfte müssen verstehen, was zwischen denen läuft, warum das so ist. Und die müssen das über die Ebenen hinweg verstehen und dann kann man zu einem bestimmten Thema, hat man dann nur fünf oder sechs Leute in einem Team-Lernprozess und das ist nicht zu kompliziert. Das muss man nur richtig rahmen und richtig vorbereiten. Dann geht es aber natürlich nicht, dass der Chef anruft und sagt, wir haben ein Problem, genau was es genau ist, wissen wir nicht, aber wir wollen eine Teamentwicklung und ich habe mal alle einbestellt. Ne? Sondern dann muss man sagen, schön, dass Sie eine Teamentwicklung wollen, lassen Sie mal darüber sprechen, was Ihre Fragestellung ist und dann klären wir das, ob das wer dann zum Team gehört und was die Maßnahme ist. Denn wir haben auch eine Verantwortlichkeit über die von Ihnen eingesetzten Ressourcen. Wenn ich dann einen Auftraggeber dazu nicht kriege, dann ist sehr fraglich, ob ich überhaupt einen Auftrag nehmen sollte. Und das qualifizierte Absagen von Aufträgen ist auch eine eigene Kunst. Da habe ich vom Volker jetzt ja gerade ein ganz tolles E-Mail gekriegt, wie er einem Unternehmen einfach einen Auftrag abgesagt hat, weil die einfach nicht in der Lage offenbar waren und nicht bereit waren, minimal Verantwortlichkeiten zu übernehmen für eine vernünftige Fokussierung. Und wenn man sich das irgendwie leisten kann, und auch, ich glaube auch, wenn man lernt, da haben wir ja ein eigenes Training für, das kann ich jetzt nicht alles hier machen, aber dieses Inverantwortungskommunikationstraining, dass man auf gute Weise, nicht besserwisserisch, aber auf eine gute Weise dort sagt, sehen Sie, wir können das jetzt so machen, aber das hat die und die Nachteile und kostet die und die Aufwände. Ich kann das eigentlich nicht verantworten. Wenn es mein Unternehmen wäre, ich würde es so nicht machen. Und ich kann auch, diejenigen, die von der Berater- oder Dienstleisterseite versuchen, das zu unterstützen, die werden in die und die Probleme hineinlaufen und ich sehe nicht, dass auf der anderen Seite jemand ist, der als verantwortlicher Gesprächspartner an der Stelle sein kann und die Verantwortung kann ich nicht tragen, meine Mitarbeiter da reinlaufen zu lassen. Das heißt, diese Kontraktphase ist oft ein ungeheuer wichtiger
Teil. Und da gilt der gesamten Auftragsbewältigung, kennt ihr alle aus der Praxis heraus. Und da gilt dann wieder dieses Schaubild. Ne? Wenn es schnell gehen soll, muss man mit Kultur anfangen. Und wenn das nicht leistbar ist, kann ich aus meiner Erfahrung, also mit der Bereitschaft zum Kompromiss, ich kann da, also bin eher immer skeptischer geworden, je länger ich das gemacht habe. Ich habe auch oft gedacht, ah ja, denen brennt das Dach und sie haben so viele Probleme. Und die Führungskraft ist auch nicht besonders kompetent und noch völlig überlastet. Da muss man doch helfen, da kann man sich doch nicht aufs hohe Ross setzen als Berater und steigt dann mit ein. Ich bin da noch nie gut rausgekommen aus sowas. Kann ich einfach nicht empfehlen. Weder für euer Seelenheil noch für das Unternehmen. Weil die verbraten damit seelische und finanzielle Ressourcen, die eigentlich nirgends hinführen. Was man machen könnte, notfalls, aber das ist eine ganz andere Art von Dienstleistung, dass man sagt, ich mache ein Management auf Zeit, wenn Sie mich damit ausstatten. Aber das ist was anderes als eine Beratungs- oder Bildungsfunktion. Das ist jetzt nochmal so ein anderes Beispiel dafür. Ich habe das jetzt einfach aus einer anderen Präsentation genommen. Wir müssen das gar nicht ausführen. Aber das war ein ausgesprochenes Lerndesign. Das war eine Bank, die hatte sich ein Wertpapieranlagebüro dazugekauft, so eine klassische Sparkasse. Das war aus der Zeit, in der jetzt alle an der Börse auch was können wollten. Und da haben die sich da die reingekauft und mit der Idee, dass die Mitarbeiter des Wertpapierbüros in Zusammenarbeit mit der Bank den Angestellten der Bank, dass sie dann auch lernen, wie man Wertpapiere und Finanzprodukte entsprechend verkauft und betreut und so weiter. Und das hat in ganz wenigen Fällen super geklappt und in den meisten Fällen gar nicht geklappt. Und man war schon wieder am Verkaufen. Und da habe ich damals vorgeschlagen, jetzt macht doch erstmal ein gemeinsames Lerndesign, dass ihr überhaupt versteht, was passiert und warum das so passiert. Und überhaupt mal abschätzen könnt, ob das vielleicht eine Schnapsidee war, einfache Schalterangestellte und Wertpapierbörsler zusammenzubringen, ob das ein strukturelles Problem ist, ob das ein Vergütungsproblem ist, ob die einfach gar nicht genügend Kontakt haben, dass sie miteinander lernen können, ob es keine Anleitung für Lernen gibt. Also macht euch doch erstmal ein Bild, bevor ihr kauft und verkauft. Und dafür hatte ich damals so eine Maßnahme angeboten. Nee, das heißt, ich habe sie nicht selbst angeboten, es war eine Supervision, die ich gemacht habe für einen Teilnehmer aus den Kursen. Und wie ihr seht, kommt man auch da ja durchaus mit 6, 11 Leuten aus. Kann man überschaubare Maßnahmen machen und man braucht nicht alle auf allen Ebenen. So, dann habt ihr es bald geschafft. Ich habe noch, weil ich ja jetzt mehr Zeit habe, Fußball zu gucken. Und ich weiß auch, dass andere diese Fußballmetapher gern verwenden. Ich selbst habe jetzt keine Nähe zum Fußball, deswegen fabuliere ich da was zusammen, was ich denke, so müsste das laufen. Aber es sind einfach ganz verschiedene Stufen von der Individualkompetenz zur Systemkompetenz. Und die habe ich in der Metapher mal zusammengeschrieben. Also klar, jeder Einzelne muss sein Repertoire beherrschen. Schauspielschule haben wir schon gehabt. Ne? Also Techniken, Fitness, Spiellogiken, das Zusammenspiel und Beziehungen bei Eckball und so, technische Standards, muss einfach jeder kennen, was es da normalerweise gibt und wie man das spielt. Falls einzelne Nachholbedarf haben, Zusatztraining wie und möglichst systemintelligent und mannschaftsspezifisch. Also mit wem klappt dieses Zusammenspiel nicht und wie kann dann mit denjenigen zusammen ein Übungsdesign gemacht werden, dass derjenige das lernt, sodass, habe ich ja vorher schon gesagt, sodass die Signale, die die anderen in dem Zusammenspiel geben, dass derjenige lernt, die zu verarbeiten und dass er das auch noch weiß, wenn sie zusammen auf dem Feld stehen. Ja, dass dabei jeder irgendwie rausfinden muss, wer er fußballerisch ist und wo er hinpasst, ist eine tolle Selbstfindungsdimension. Toll, wenn das dabei rauskommt, ist aber nicht unbedingt Ziel der Maßnahme. So, jetzt haben wir eine Mannschaft, die neu aufgebaut wird,
Schade, dass wir einen Yogi nicht da haben, der würde uns das erzählen mit dieser Mannschaft, die ja frisch zusammengewürfelt, offenbar das sehr schnell gelernt hat. Also welcher Stil wird gelebt, welcher Fußball wird gespielt? Wie werden gemeinsam in Situationen Prioritäten gesetzt? Welche Einstellung gibt es, sich und andere in Wert zu setzen? Und das ist nachher eine Kompetenz, die die Mannschaft als Team hat, als Kulturträger, nicht ein Einzelner. Und es werden Spielzüge gemeinsam eingeübt, klar. Jeder lernt selbst und hilft anderen zu lernen. Das ist so das Standardzusammenspiel, das jeder drauf haben sollte, der in so einer Mannschaft spielt. Ihr erinnert euch an PE-Strategie und gemeinsames Lernen zu Themen, Settings haben, Regie haben, selbst wissen, wie man lernt, Ideen haben, wie man anderen beim Lernen anleiten kann, was hilfreich ist, was nicht hilfreich ist. Und jetzt werden spezifische Aufstellungen und Taktiken geübt, also spielt man mehr über die Flügel oder mehr durch die Mitte, macht man mehr einen Raumdeckung. Da gibt es ganz verschiedene Grunddimensionen, die wahrscheinlich jeweils ganz komplexe Abläufe bei Einzelnen und natürlich im Zusammenspiel haben. Und das ist schon nochmal was anderes, als wenn man als Einzelner Techniken übt, wie man den Ball richtig annimmt. Einfach eine andere Dimension. Und die notwendigen Reflexe kann man nur in gemeinsamen und wechselnden Rollen üben. Ne? Also es kommt ja noch dazu, dass man nicht nur seine eigene Rolle in dem Spiel lernen muss, sondern auch verstehen muss, wie dasselbe Spiel aus den Rollen anderer aussieht, was auch hilft, wenn mal die Rollen gewechselt werden müssen. Und dadurch entstehen eine ganze Menge gemeinsame Kulturautomatismen, Teamautomatismen, auf die alle zurückgreifen können, wenn sie es brauchen. Da muss man nicht neu drüber nachdenken. Dann kann aber sein, ich höre das aus den Kommentaren im Fernsehen, dass wenn zum Beispiel der Gegner ein massives, aggressives durch die Mitte Mann gegen Mann Fußball spielt, dann kann sein, dass man die geplante Strategie nicht aufrechterhalten kann, sondern man braucht einen gesamten Strategiewechsel. Also ein ganzes Wechsel von einem Set von komplexen Abläufen. Und wie organisiert man das? Und solche Sachen können natürlich in der Organisationsentwicklung auch wichtig werden. Noch der Werbeblock. So, ich bin damit durch. Ich wollte euch das einfach mal als Programmatik vorstellen. Ich hoffe, dass ihr auf den Beispielen, die ihr heute gemacht habt, was ihr morgen noch macht, oder aus anderen eigenen Praxisbezügen in euch selbst die von mir nicht gelieferten Praxisbeispiele und Bilder aufgetaucht sind. Es reicht mir aber auch, wenn ihr euch einfach mal daran erinnert, da war was. Und wenn ihr mal wieder an dem Punkt seid, dann geht ihr auf das Video und auf die Charts, die ich euch auf diese Weise hinterlasse. So, ich für meinen Teil bin zu Ende. Bitte? Jetzt murmeln lassen oder willst du gleich mit Fragen weitermachen? Das ist eine gute Frage. Wollt ihr erstmal ein bisschen untereinander? Oder seid ihr eh schon erschlagen? Lass uns doch mal 10 Minuten zu zwei, zu dritt Murmelrunde machen. Wir haben so ein Mikro, die Laura würde dann so zumindest in die Nähe gehen, sodass man die Fragen auch versteht. Ja, ich habe noch mal eine Verständnisfrage zu dem Teamcoaching. Du hast vorhin so schön gesagt, dass es möglicherweise immer darum geht, die richtige Gruppe auszuwählen und die richtigen Leute, um nicht zu viele Leute auch darin zu haben. Und ich hatte dich so verstanden,
Es ist ja manchmal ein komplexes Problem und die Organisation ist noch auf der Suche, das richtige Problem zu finden oder die richtige Fragestellung. Und habe ich dich richtig verstanden, dass du tatsächlich, wenn du mit einem Team anfängst und feststellst, dass das eigentlich nicht die relevante Fragestellung ist, dass du das wieder rausmoderierst und mit einer anderen Gruppe weiterarbeiten sollst? Ja, warum nicht? Also ich würde da, es wäre ja doch denkbar, wenn das so unklar ist, dass man sagt, wem fällt es auf, wer will dich beauftragen? Wer hat am ehesten Chance zu verstehen, was eine sinnvolle Definition des Problems ist? Das kann sein, dass der Auftraggeber das gar nicht ist. Der sagt, ja, mir wurde berichtet von und so weiter. Dann wäre die erste Maßnahme sozusagen, ein kleines Scout-System zu bilden, die sich zur Aufgabe machen, zusammen mit den anderen überhaupt mal zu klären, was sind Teilfragestellungen und was will man in einem ersten Entwurf mal probieren, ob man es besser verstehen kann oder ob man an Beispielen Lernvorgänge initiieren kann, die einem verstehen machen, wie man damit umgehen mag. Und das, du kannst natürlich dann auch nicht ein 3-Tage-Seminar wo im Hotel buchen, wo die alle anreisen. Das muss dann im Unternehmen sein und dann kann man das relativ flexibel machen. Und dann entscheidet man sich für eine erste Fokussierung, die relativ plausibel ist. Und es kann auch eine Suchfokussierung sein. Und wen braucht man dazu, der solche Informationen, die man dann kriegt, zusammentragen und daraus eine Problemdefinition, eine sinnvolle machen kann? Und wenn man merkt, die hat ihre Aufgabe erfüllt, dann kann man die wieder entlassen. Dann kann man sagen, okay, dann scheint mehr ein PE-Problem zu sein oder ein Führungsproblem. Dann brauchen wir andere Leute für den nächsten Schritt, als wenn wir sagen, das ist eine Frage von Gehaltsvorstellungen, von technischen Zusammenhängen, von ökonomischen Zusammenhängen. Und dass man das auch veröffentlicht. Man ist in einem Lernprozess zu diesem Thema und die Leute werden angesprochen. Wir sind im Moment probeweise dabei, es von der Seite verstehen zu wollen. Wir wollen dich bitten, für 1-2 Stunden mal zu so einem solchen Team zu kommen und dann checkt man das. Und das mögen natürlich Bildungsanbieter und Beratungsanbieter nicht so gern, weil dann müssen sie in die Unternehmen gehen und können nicht irgendwo 3 Tage im Hotel buchen. Also das heißt, wir haben ganz andere Verantwortung für die Kultur der Aufbereitung der Fragestellung. Aber jetzt mal dumm gefragt, in einem gescheiten Unternehmen ist es da nicht eh so, dass jemand sagt, da ist ein Problem und überlegt sich, mit wem hocke ich mich mal zusammen, um das mal zu definieren und jetzt merken wir, wen brauchen wir da noch? Also eigentlich vernünftige Leute machen das so und ich finde, man könnte daraus sehr viel mehr Programmatik machen. Ich glaube, wir sind an einer Stelle vorbeigekommen, wo wir darüber diskutiert haben, also ist so ein Team-Coaching eigentlich für ein Unternehmen, hängt vom Reifegrad ab, ist das eine hilfreiche oder wird das als hilfreiche Unterstützung und Wertschätzung gesehen oder wird es als so nach dem Motto, die brauchen jetzt einen Coach, damit ein Problem gelöst wird, gesehen? Und ich glaube, das hängt ja nochmal vom Reifegrad der Organisation ab, weil also ich kenne auch Organisationen, die sehr schnell wissen, welche Fragen sie eigentlich haben und meistens auch die Antwort dann schon gleich mitbringen wollen. Mhm. Gut, dann braucht man ein anderes Design, klar. Du hast eben gesagt, Systemlernen ist möglicherweise sehr ähnlich der Lernorganisation, die ja im Grunde vor den 90er Jahren, aber dann durch Senge in den 90er Jahren nochmal deutlich verbreitet wurde. Wenn das damals eigentlich schon geschrieben wurde und sinnvoll erachtet wurde, warum hat sich das in der ganzen Zeit nicht rauskristallisiert und auch verbreitet? Warum brauchen wir jetzt einen neuen Ansatz und wo ist möglicherweise die neue Schwelle, wo wir jetzt das Ganze noch sinnvoller einführen können? Also ich habe da keine Kenntnisse, ich habe nur eine Hypothese dazu. Ich glaube, das Problem ist, dass solche Themen kampagnenmäßig verbrannt werden und dass man sich entweder, weil man es total, man denkt, wenn man das allen erzählt, dann haben es alle kapiert, dann können sie es jetzt. Aber das stimmt einfach nicht. Diese Kampagnenart ist eigentlich nicht wie ein System lernt, sondern, und ich weiß nicht, ob man damals sich der Aufgabe gestellt hat, dass man das wirklich im Kleinen konzipieren muss, didaktisieren muss und in all den Dimensionen, die ich jetzt angesprochen habe, zueinander passend aufbauen muss.
Ich vermute, das wurde ist nicht geschehen. Und das haben wir heute ja genauso mit dem Führungsthema und Agilthema. Diese ganzen Themen werden propagiert, dann redet alles in dem neuen Jargon eine Zeit lang und dann geht es wieder verloren, weil sich niemand die Arbeit macht, daraus gelebte Kultur zu machen. Bestandteil, um sich immer wieder anzupassen und auch schnell da zu sein an der Stelle. Und ich finde es sehr spannend, was du gesagt hast, in agilen, jetzt ernsthaft gelebten agilen Prozessen ist Lernen ja Teil der iterativen Entwicklung und systemimmanent. Das finde ich sehr spannend, dass man sagt, okay, der Coaching-Ansatz in dem Team sich eigentlich auch überflüssig zu machen, das wäre mein Idealbild, dass das Team eigentlich Lernen als Teil des Prozesses sieht. Und jetzt spannend finde ich die zweite Perspektive mit den nächsten vertikalen Lerngruppen, also zu sagen, das kann das Team vielleicht nicht leisten. Und dann bräuchte es sozusagen noch die Connection, eigentlich in vertikalen Lerngruppen bestimmte Probleme anzugehen und sich dann auch wieder aufzulösen. Ja, wobei ich, also mit dem Gedanken, ja, ich habe nur einen anderen Sprachgebrauch. Für mich gehört die vertikale Ebene zum Team. Das sind die, die gemeinsam Verantwortung tragen. Und selbstverständlich sind die Rollen in den Führungsbeziehungen ein Teil der gemeinsamen Verantwortung. Und jeder trägt aus seiner Rolle für das Ganze Verantwortung. Also man muss sich von dem alten Teambegriff lösen, dass das nur die horizontale Ebene wäre. Und das hatte auch den Vorteil, dass man Hierarchie ganz selbstverständlich in den Lernprozess einbezieht, wie alle anderen auch. Ist ja auch spannend, weil die Hierarchien natürlich auch ein bisschen anders sind in dem System. Mhm. Ich glaube, da ist es eigentlich fast einfacher und natürlicher, weil es eben nicht mehr diese ganze Spine-Kette braucht, sozusagen, sondern weil viel natürlicher eigentlich klar ist. Also es ist ja oft die Idee ist, was für ein Problem haben wir, wen brauchen wir dafür. Ja, und dass man auch die Führungskraft nicht generell, dass sie auch kommt, dass man sich gewürdigt fühlt, sondern wozu man die braucht. Also wie man die in ihrer Rolle in Verantwortung nehmen möchte, nach eigenen Vorstellungen. Und dann, das habe ich jetzt heute nicht referiert, diese ganzen Sachen mit Verantwortungsdialog und so. Und natürlich auch den Respekt vor den Ressourcen der anderen. Also ich habe immer ein ganz schlechtes Gefühl bei uns, wenn ich so mach mal Aufträge mir einfallen. Ich würde so gern, dass sich irgendjemand was einfallen lässt zu einem Thema, das ich habe. Aber ich habe ja gerade keine Lust und keine Zeit, mir zu überlegen, worin der Auftrag eigentlich bestehen sollte. Und es geht regelmäßig schief, wenn ich dann irgendjemand sage, mach mal, und der macht dann auch mal. Aber es ist überhaupt nicht das, was ich gewollt hätte, wenn ich darüber nachgedacht hätte. Und dann bin ich eigentlich respektlos den Ressourcen der anderen gegenüber, wie auch meinen eigenen, weil ich nachher mit Nachbesserung oder mit dem Ärger, den ich damit habe, viel mehr Arbeit habe, als dass ich wirklich mir diese Beauftragung wirklich zur Verantwortung gemacht hätte. Ich wollte mal ein paar Gedanken mitteilen, die wir so weitergedacht haben, nachdem was du erzählt hast. Und zwar haben wir gedacht, zu Großorganisationen, wir haben ja viele Bildungs- und Tagungsstätten, wo dann Seminare abgehalten werden und wo dann die Leute, wie du das so schön gesagt hast, auf gleicher Hierarchieebene zusammenkommen und da gemeinsam was lernen. Was aber dann, nach dem, was du erzählt hast, nicht die guten Lerngruppen sind, weil sie ja dann hinterher nicht zusammenspielen. Und eigentlich müsste man ja diese großen Bildungs- und Tagungsstätten dann einfach auflösen und müsste diese Leute in die Unternehmenskontexte zurückholen. Und müsste sie dort zum Beispiel zu Team- und Lerncoaches machen, die dort dann vielleicht nach dem Perspektiven-Ereignismodell das Team dabei unterstützen, in die Ereignisse, die es im Team gibt, Lernen als Perspektive zu integrieren. Und wenn das mal ein Unternehmen sozusagen erarbeitet hat, könnten diese Coaches dann vielleicht eine Funktion übernehmen, diese vertikalen Teams zu moderieren oder die einzuberufen, weil ich vermute, dass da die Hemmschwelle höher ist, da zu diesen Konstellationen zusammenzukommen. Ja, absolut. Also finde ich ganz toll, überlegt. Und das hat jede Menge strukturelle Änderungen. Das hat Abrechnungsgewohnheiten, Geschäftsmodelle von Beratern und Bildungsleuten, Verantwortungsstrukturen und Rollenverständnisse, Selbstverständnisse in der Unternehmung. Es hat jede Menge Folgewirkungen, die aber für die man Beispiele entwickeln muss, sonst funktioniert das nicht. Und ich finde,
ich weiß nicht, ob sie es noch machen, aber SAP hat sowas ja mal mit dem Coaching gemacht, sogenannte interne Coaches. Sie kriegten eine Ausbildung und durften dann 10% ihrer Tätigkeit intern coachen. Und ich finde, dass man zum Beispiel für kollegiales Lernen Lernregiehelfer etwa nach so einem Modell im Unternehmen ausbilden könnte. Und wenn es dann weiterginge, wie du das gerade erläutert hast, dass da komplexere Aufgaben reinkommen, dann muss man halt gucken, wer hat das Format und das Gewicht im Unternehmen, dass man auch auf ihn hört und dass er auch autorisiert wird. Ja, wenn euch das interessiert, ich habe mal einen Abendvortrag vor dem Verband der Maschinenbauer gehalten, eine kleine Sittengeschichte der Bildung. Da habe ich das mal erzählt, wie die ganz am Anfang war Lernen und Arbeiten ohne Taylorismus noch ganz nah beieinander. Und wie sich dann im Verlauf der Zeit eben auch das taylorisiert hat. Und heute müssen wir dringend das wieder zusammenbringen. Aber das wird eine Riesenarbeit. Aber ich weiß nicht, wie es ohne gehen sollte. Also der Gerald Hüther hat mich mal am Telefon gefragt, was ist die größte Aufgabe des nächsten Jahrhunderts? Wie siehst du das? Mir ist spontan eingefallen, Integrationsverantwortung. Also egal, was wir machen, weil wir so eine zentrifugale Welt haben, alles läuft auseinander, jeder spezialisiert sich irgendwo, läuft dort zu großer Schönheit auf, aber es passt nicht zu allem anderen. Und wir müssen als Meta-Wertorientierung wirklich entwickeln, dass wir, was wir machen, lieber begrenzt halten und integrativ halten. Und dass diese Integrationsfähigkeit, zumindest Komplementarität, dass es nicht stört, dass es nicht polarisiert, dass das ein ganz wichtiger Teil unserer Beiträge ist, weil sonst fliegt uns die Welt einfach auseinander. Aber das ist Arbeit. Das ist wirklich tägliche didaktische Arbeit. Und dann die meisten Kongresse, wo die neuen Kampagnen wieder losgetreten werden, kann man sich sparen. Wir haben deswegen diese Art von Kongresse aufgehört. Okay. Dann sage nochmal vielen Dank, Bernd. Ja, gerne. Und ich bleibe zum Abendessen als Ruheständler.